Also ich habe damals mich in der Schule geoutet und damit sind alle gut umgegangen. In der Schule direkt offen habe ich mich nicht geoutet. Ich hatte halt meine festen Freundeskreis, die wussten natürlich Bescheid, aber ich habe für mich relativ schnell festgestellt, dass ich jetzt mich nicht vor die Klasse stellen muss, sagen muss, hallo, ich bin schwul, weil ich bin ja immer noch der Mensch und so wollte ich auch gesehen werden. Also es kamen keine dummen Sprüche, ich glaube, das lag an der Abiturzeit. Da sind einige halt etwas älter, da ist man aufgeklärter, aber Mittelstufe, sage ich mal so, war teilweise die Hölle. Weil man hat es eher geahnt und dann kamen Sprüche wie mit, du Zwitter, kannst dich nicht entscheiden, was du bist. Gab es öfters mal Schlägereien, sage ich mal so. Ich war in der Schule noch nicht geoutet, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Also in der Uni war das kein Thema, aber da war ich auch schon älter und so. Für mich sehr gefestigt. Ja, meine Mitschüler, die wussten das, glaube ich, vor mir, dass ich lesbisch bin. Also die aus dem Freundeskreis. Ja, die haben nicht toleriert und haben das unterstützt und sind selber auch lesbisch, beziehungsweise bisexuell.